Woher kamen die Ideen, die Sie in diesem Film hatten, mit den, mit den Journalisten, mit den Zeitungsverlagen? Haben Sie da ähnliche Beobachtungen oder Erfahrungen gemacht? Also die Grundidee war jetzt nicht, dass jemand vom Beruf Journalist sein muss, sondern nur, es muss jemand die Arbeit verlieren. Diese Arbeit muss ihm wichtig sein, mehr als ein Beruf. Und wenn man dann immer wieder Journalisten trifft, die einem erzählen, dass gerade schlecht geht, dann kommt man automatisch drauf, dass der Journalist ein bisschen so gefährdet ist. Dass er so ein bisschen ist wie in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, die englischen Bergarbeiter, eine Spezies, die ständig von Entlassung bedroht ist. Und denken Sie, es kommt noch schlimmer im Journalismus? Oder war das, ist die Talsohle erreicht? Oder wie, was würden Sie für eine Prognose abgeben? Oh, ich bin halt gar kein Fachmann für sowas. Es spricht einiges dafür, dass wenn populistische Politiker ans Ruder kommen, dass die Zeitungen wieder stärkere Auflagen haben. Aber die Frage ist, ob man sich deswegen überall, so wie in Amerika, populistische Politiker an der Spitze wünschen soll. Sollen wir das? Lieber nicht. Gut, es geht darum, jemand verliert die Arbeit, es steckt mitten in der Midlife-Crisis, die Beziehung bröckelt. Was brachte Sie auf die Ideen und was war Ihre Motivation, diese Geschichte zu erzählen? Ich wollte die Geschichte erzählen eines Mannes, der die Arbeit verliert und der sich wehrt, in sehr kleinen, unbeholfenen Aktionen, die aber nicht gesetzlich sind, sowas wie ein sehr jämmerlicher, bürgerlicher Terrorist, der glaubt, er macht ungeheure Verbrechen. In Wirklichkeit sind es ja relativ harmlose Dinge, zumindest am Anfang. Und der ist nicht nur arbeitslos, sondern der kann es auch der Frau nicht sagen. Er ist so gekränkt und so gelähmt in sich und hat so eine Wut, dass er es nicht mal der eigenen Frau sagen kann. Und das erschien mir so eine interessante Ausgangsposition. Im ersten Moment würde man gar nicht an eine Komödie denken, sondern eher an eine Tragödie. Aber ich habe mir dann gedacht, das sind oft die besten Stoffe für tragische Komödien. Haben Sie selber schon Erfahrungen in die eine oder andere Richtung gemacht, die im Film thematisiert wird? Konnten Sie davon auf eigene Erfahrungen zurückgreifen? Ja, natürlich. Also jeder hat Beziehungen hinter sich, wo dann irgendwann mal zu wenig gesprochen wird. Da kann jeder Mann aus seinem reichen Erfahrungsschatz schöpfen. Entlassen bin ich noch nie geworden, weil ich bin Kabarettist. Die kann man nicht so von heute auf morgen entlassen. Das geht nicht. Wir sind so kleine Eigenunternehmen. Gut. Ihre erste Regiearbeit, was brachte Sie dazu zu sagen, das nehme ich auch auf mich? Naja, es war so das erste eigene Drehbuch, das ich je geschrieben habe. Und im Laufe des Schreibens habe ich mir gedacht, ich könnte mich was trauen, ne, und Regie machen. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt war ich mir dann sicher, dass ich Regie machen will. Dann war ich mir nicht mehr sicher, ob ich die Hauptrolle auch spielen soll. Und dann hat mich die Produktion überzeugt, ich soll alles machen. Sie haben gesagt, sie halten mich für geeignet. Und das ist eine Produktionsfirma, die hat einen guten Ruf, habe ich mir gedacht, die werden schon recht haben und habe es versucht. Als ich den Film sah, dachte ich, das ist die Beziehung zwischen Ihnen und Wien, wie Wien im Film gezeigt wird, ist eigentlich ähnlich wie Woody Allen und sein Manhattan oder New York. Kann man das vergleichen? Man kann es insofern vergleichen, als dass ich auch eigentlich ein Wien zeige, in dem man gerne lebt, weil ich ja auch gerne in Wien lebe. Also die Stadt ist nicht der Feind des Menschen. Ich komme vom Bauernhof und habe eher das Gefühl, die Natur ist der Feind des Menschen, weil ich als Kind halt eine Stauballergie hatte und da ständig arbeiten musste. Und ich war heilfroh, in der Stadt zu sein, unter all den Autos, und habe mich pudelwohl gefühlt. Und ich bin seither so ein überzeugter Stadtbewohner. Das ist schon eine Parallele. Und es geht natürlich auch, so wie in den Woody Allen-Filmen, um einen neurotischen Menschen. Das ist eine zweite Parallele. Würden Sie sagen, es ist eine Liebeserklärung an Wien? Nein, Liebeserklärung wäre zu viel gesagt. Es ist einfach so, dass ich die Stadt als Lebensraum interessant finde und dadurch auch im Film interessant finde. Und es gibt auch diesen Moment im Film, wo es von der Stadt plötzlich in die Natur geht und alles ganz still wird und weiß wird, weil es geschneit hat.
Und diesen Moment, den liebe ich sehr und den kann man auch nur machen, wenn man vorher wirklich die Stadt so schildert, wie sie ist. Auch in ihrer Lautstärke, nicht zu brav erzählt. Ich hab mich sehr bemüht, die Stadt in gewisser Weise rau zu erzählen. So, die Österreicher sind ja der Meinung, Wien wäre eine Großstadt. Das ist vielleicht ein Irrtum weltweit gesehen, aber wir glauben fest daran. Gut, sehr gut. Wo gab es Momente, wo Sie an Ihre Grenzen kamen mit dieser vielfachen Belastung, Drehbuch, Regie, Hauptrolle, in die Produktion durch das auch stark involviert? Gab es da Grenzen? Ja, man hat, wenn man zum ersten Mal Regie führt, glaube ich auch als ganz junger Mann oder Mensch, das Gefühl, jetzt ist man überfordert. Und natürlich in meinem Alter ist das auch so. Und man hat ein bisschen mehr Erfahrung als Schauspieler sammeln können, aber das hilft einem ja dann überhaupt nicht beim Regieführen. Das heißt, es war schon an der Grenze zu einer Überforderung, aber ich habe es auch vom ersten Tag an sehr geliebt, diese Arbeit. Weil ich so gerne, ich war nicht der Chef so gerne, der alles kontrolliert, aber ich war gerne der so ein bisschen die Stimmung bestimmt am Set, der schaut, dass alle gerne arbeiten, dass alle einen Spaß haben bei der Arbeit, der sich um seine Schauspieler kümmert, der die Schauspieler ein bisschen beschützt vor der Technik. Ich habe versucht, einfach als Regisseur es so zu machen, wie es ich als Schauspieler gern habe. Und auch für die anderen es so zu machen, wie ich gerne arbeite, mit Freundlichkeit, mit Gelassenheit, nicht so laut. Was möchten Sie dem Publikum mitgeben? Oder was soll das Publikum für ein Erlebnis haben, wenn es den Film sieht? Also ich habe jetzt nicht die große Botschaft, die habe ich auch im Kabarett nicht, sondern es ist mir ein Anliegen, dass in den Filmen, so wie in den Kabarettprogrammen, die Leute ein Stück weit sich selber erkennen, auch im Film, ein Stück weit über sich selber auch lachen können. Und vielleicht einiges entdecken auch an sich selber im Film, was ihnen nicht so gefällt. Vielleicht gewisse unsympathische Dinge am eigenen Milieu. Der Film ist ja in einem Milieu angesiedelt, wo auch die meisten Kinozuschauer angesiedelt sind. Es geht um diesen Mittelstand, um diesen, in dem Fall, um diesen politisch korrekten, grün angehauchten Mittelstand, der in den Städten lebt und von sich das Bild hat, er wäre wahnsinnig hip und toll. Und der Film erzählt ein bisschen, dass das auch vielleicht so fade, unpolitische Bürger sind wie ihre Eltern. Das war mir auch ein gewisses Anliegen, dem eigenen Milieu eine kleine Ohrfeige runterzuhauen. Wir verraten selbstverständlich in unserem Beitrag nicht, wie der Film endet. Das ist natürlich ein No-Go. Aber ich möchte vielleicht darauf das ansprechen. Es ist alles möglich am Schluss. Es bleibt alles offen. Könnte es einen zweiten Teil geben oder haben Sie ein neues Projekt oder wie geht es für Sie weiter? Nein. Also der Schluss ist in einer bestimmten Offenheit. Und ich erlebe mit diesem Schluss ganz interessante Dinge. Die einen sagen, der Schluss ist so offen, geht es vielleicht weiter nachher. Die anderen sagen, ich war ganz erstaunt über diesen positiven Schluss. Ich dachte, das endet in einer Riesentragödie. Also der Schluss ist etwas, über das diskutiert wird. Ich halte das für gut. Und mir war halt wichtig, einen Schluss zu machen, der nicht alles offen lässt, aber gleichzeitig auch nicht alles zu zementiert, weil das im Leben ja auch nur ganz am Ende so ist. Und dort endet ja der Film nicht, der endet ja viel früher. Genau. Haben Sie ein neues Filmprojekt? Haben Sie Lust auf mehr jetzt nach dieser Erfahrung? Ich habe jetzt einen Film gemacht wieder als Schauspieler. Das war auch mal sehr schön, wieder sich ganz auf seine Rolle zu konzentrieren und ein bisschen weniger Verantwortung zu haben. Und ich habe jetzt nicht die Absicht, ständig Regie zu führen, aber wenn ich wieder ein ganz eigenes Projekt habe, wo ich ganz allein schreibe, habe ich jetzt auch die Möglichkeit, das selbst zu inszenieren und es ist eine wunderschöne Arbeit. Also ich würde schon gerne ein zweites Mal das noch versuchen und schauen, ob ich vom ersten Mal was gelernt habe.